Wir sind hier an der Bonsai-Ausstellung in Pratteln. Die Ausstellung ist vom lokalen Bonsai-Club Moyogi von der Region Basel. Wir präsentieren hier unsere Bäume von unseren Clubmitgliedern. Das jährige Sonderthema von unserer Bonsai-Ausstellung sind Mame und Shohin. Das sind die kleinsten Bäume, Größe von 5 bis 20, 25 cm. Passen gerade wunderbar in die Hand hinein. Und auch hier haben wir alle möglichen Sorten von Bäumen, von einem Nadelbaum, einem Wacholder, über blühende wie Azaleen oder Kirschbäume und wunderbare japanische Ahörner. Auch hier haben wir wieder für unsere Ausstellung die Präsentation ein bisschen optimiert und versucht, einen passenden Beisteller zu den Pflanzen zu finden und auch die Ausstellung so noch zu verbessern, indem alle Pflanzen einen passenden Unterteller oder Untertischli bekommen oder auch wie hier ein wunderbares altes Stück Holz. Die Beistellpflanze, die jetzt hier neben dem Bonsai steht, begeistern nicht nur jung, sondern auch alt und die ganze Familie. Und erstens mal durch ihre wunderbaren Blüten. Und zweitens, weil sie praktisch und klein sind. Und man kann schon eine Gartenpflanze einfach auflüpfen und im Garten bestaunen. Meistens muss man Blumen abschneiden und in eine Vase stellen, aber dann ist sie auch schon wieder vorbei. Da hat man etwas Kleines, wo man auch mal kurze Zeit im Haus aufstellen kann und so präsentieren, wo dann aber auch jedes Jahr wieder kommt. Also die Pflanzen, die leben mehrjährig. Und die werden mit, je älter sie werden, umso reifer werden sie, umso schöner werden sie und brauchen dementsprechend sehr viel Pflege und Liebe. Und auch hier ist nicht nur das Thema Pflanzen selber, sondern selbstverständlich gehört auch dementsprechend Schalen dazu. Und da haben wir jetzt eine ganz spezielle, wilde Form von einer Schale. Und zusammen mit der Pflanze und deren Blüte gibt es ein ganz spannendes Bild. Und ob klein oder gross, das begeistert viele Leute. Und ist einfach faszinierend. Bonsai gibt es in allen möglichen Grössen und Formen. Hier haben wir ein Exemplar, das ein bisschen grösser ist. Die sind meistens einfacher zum Pflegen, weil sie nicht so schnell austrocknen wie die ganz kleinen Mame und Shohin. Aber der Nachteil ist natürlich, man braucht zwei Personen, um so einen Baum umtragen oder zu verschieben. Und einen kleinen Bonsai kann man so einfach transportieren, kann man mal das Trämmchen nehmen und dann nebeneinander bringen. Bei so einem grossen Baum braucht es meistens ein grosses Auto. Das ist eine japanische Pflanze, heisst der Daimonji so. Schön. Und das gibt es noch in Japan. Und das ist so eine schöne, feine Blüte, gibt so, schreibt er gross. Und das Blüte ist dann so ganz feine, so rosarote und den dunkleren rosarote. Ja. Und das und ist so schön. Blühe tut dann so gegen Sommer, Herbst. So. Ein Teil von dieser Ausstellung ist natürlich auch das Gestalten, das heisst das kreative Arbeiten mit diesen Bäumen. Und wir haben hier oben mehrere Beispiele als Demonstrationen, wie man zum Beispiel aus einem Buschpflanze, wie wir die grosse Mauer hier haben, versucht einen Baum drin zu finden und den ganzen Baum dementsprechend zu gestalten und zu formen. So dass man auf einen Weg bringen kann, dass er dann später mal zu einem schönen Bonsai wird. Da stimmt natürlich jetzt noch nicht alles. Die Schale ist noch recht rudimentär, der Erdballen muss noch bearbeitet werden. Aber das muss man alles Schritt für Schritt machen, das kann man nicht alles in einem Zug machen. Und der erste Schritt ist jetzt mal gegeben. Und jetzt muss man halt warten und dann nach und nach im Verlauf des nächsten Jahres den Baum weiterbringen, dass er dann vielleicht in 5 oder 6 Jahren dann auch mal in der Ausstellung teilnehmen kann. Ein weiterer Teil von unserer Ausstellung so ist auch der Pflanzenverkauf oder Rohmaterial, wie wir dem sagen, von unseren Mitgliedern. Weil Bonsai machen ist ein Virus und da sammelt sich sehr schnell sehr viel an. Man kann nicht alles pflegen, hat auch nicht immer den Platz dafür. Und da haben wir Pflanzen von unseren Mitgliedern, wo Rohmaterial ist, wo man später gestalten kann. Und wir verkaufen die hier. Und nicht nur Bäume, sondern natürlich auch Schalen gibt es, wo man halt
auch einen Haufen hat, weil es gehört einfach zusammen. Und wir geben die hier recht günstig ab. Und da ist noch recht viel Potenzial dahinter, um das dann weiterzubringen, dass es dann vielleicht auch mal in unserer Ausstellung mitmachen kann.